Es war für mich immer eine Herausforderung, Zell am See das Beste zu bieten. Wir haben schon mit einem sehr hohen Niveau begonnen und jetzt im vierten Jahr sind wir wirklich on the top. Wir haben den weltweit besten Klavierspieler hergeholt. Das ist Havasi aus Ungarn und er hat eine neue Form der Musik kreiert. Und zwar Weltmusik, und zwar klassische Weltmusik. Und er ist der schnellste Klavierspieler laut Guinness Buch der Rekorde seit 2009 mit 498 Anschlägen. Wie siehst du deine Entwicklung von der klassischen Musik bis zum heutigen Tag zu deinen eigenen Kompositionen? Meine Vision war immer, bereits nach der Akademie, nach der Musikakademie, zeitgemäße Musik zu komponieren. Die meisten Menschen können sich das nicht vorstellen, dass das so ein junger Mensch schaffen kann wie ich, aber das war immer schon meine Vision und das habe ich so, denke ich, bis zum heutigen Tag ganz gut erreicht. Mein Ziel war, dass mit so einem Instrument, das über 200 Jahre alt ist, die nächste Generation mich erreichen sollte, bewegen sollte und die Musik so neu interpretieren, dass auch die Jugend daneben dabei sitzt, zuhört und begeistert ist. Das Konzert hier in Zell am See ist der Start mit Havasi im deutschsprachigen Raum. Das erste Konzert und das einzige Konzert in Österreich und das in Zell am See. Was bedeutet für dich heute zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum und das auch noch speziell hier in Zell am See aufzutreten und deine Kompositionen zu präsentieren? Es ist fantastisch für mich, weil Österreich eine Messlatte ist. Klavier ist fast nirgends so beliebt, auch so bekannt wie in Österreich. Und es ist ganz besonders für mich, heute hier aufzutreten und auch die Reaktion der Menschen zu sehen, wie sie auf meine Interpretationen reagieren werden. Du bist heute hier in Zell am See angekommen. Wie ist deine erste Reaktion? Wie ist dein Gefühl? Mein Zimmer schaut auf eine wunderschöne Kulisse, auf einen See. Ich habe meine Frau schon angerufen und wir haben uns fix vorgenommen, dass wir auf jeden Fall wieder zurückkommen werden.